Okay, also ohne Umschweife. Upsi. Gleich hier, da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Das ist natürlich ein super Cut. Fast haben wir es geschafft. Jetzt habe ich letzte Episode natürlich kein Codewort, aber das ist egal. Muss nicht immer sein. Muss nicht immer sein. Manchmal gibt es halt einfach keins, ne? Da geht das einfach unter. Oder hatte ich eins? Nee, in der letzten Episode war keins. Tja, kommt vor. Mit der Armee kann ich hier eh alles unterwerfen. Du wirst da schon irgendwie hinkommen können. So. Irgendwo wirst du bauen können. So. Hier geht's dahin. Und dann geht's ja dahin. Und die da latschen das Solo. Beziehungsweise die laufen so einfach durch und halten sich nicht mit irgendwelchen möglichen Orks oder sonst was auf. Ich meine, die sind hier Stufe 5, Stufe 4, Stufe 5. Ja, so, Orks interessieren mich nicht. Das können wir noch weghauen. Ja, tschüss Orks, so. Wir holen uns trotzdem auch hier alle Kommandeurspunkte, weil man weiß ja nie, wofür sie nicht doch mal gebraucht werden können. So. So. Wo sind meine Gegner? Dieser eine Ork. Unglaublich penetrant. Ach, da unten. Hä, was macht der denn da unten? Nee, der spawnt doch sicher da oben. Na also, wusste ich's doch. Und tschüss. So, Blitzschlag noch hinterherknallen. Ja, das war's schon. Ein Feuerball und dann haben wir eigentlich schon gewonnen. Ah, eine Festung. Ja, die können wir noch zerstören. Wo sind meine Katapulte? Ach, da unten. Der Ring interessiert mich gerade nicht. Ist eigentlich sinnfrei, ne? Das heißt immer her, der Ringe Ringkrieg, obwohl der Ring echt am unwichtigsten ist von dem ganzen Zeugs. Ich meine, es ist schön, wenn du ihn hast, aber Sauron kannst du dir eh nur leisten, wenn du 10.000 hast. Und wenn du dir das leisten kannst, bist du eh so weit im Vorteil, dass du eigentlich nicht mehr verlieren dürftest. Ich weiß nicht, was für eine Art von Late-Game-Balance das sein soll, aber irgendwie finde ich die ziemlich schwachsinnig. Weil das Comeback-Potenzial ist schon nice für Sauron und Galadriel, wenn du sie hast, aber ich denke halt, wenn du Galadriel oder Sauron hast, beziehungsweise darauf sparst, nimmst du so viele Verluste in Kauf, dass du, wenn sie sich rentiert, also wenn du sie dann baust, kaufst, ausbildest, wie auch immer, und dann den Gegner zurückwirfst, du eigentlich mit plus minus null rauskommst. Also aus strategischer Sicht ist es, glaube ich, das beruht jetzt nicht auf Tatsachen oder Erfahrungen, sondern bloß auf meiner Denke. Aber ich glaube nicht, dass das wirklich effizient oder gut ist oder sonst irgendwie. Also wirklich nicht. Na komm, haut's die Festung kaputt und tschüss. Festung ist Mus, Matsch und Bumm. Kaputt nix. Kaputt. Ja, übrigens, ich mache jetzt ein Codewort. Für diese Episode, weil wir gerade so schön Mordor am Unterwerfen sind, nennen wir das Codewort einfach. Gibt's da ein Wort? Nennen wir es einfach Sauron. Fertig. Codewort Sauron. Jupp. Wir sind zwar Angmar, aber wir sind gerade Mordor von deswegen. Das passt schon. So, meine dicke. Ich sag's jetzt mal ganz ungeniert. Meine fette Fresse müsste jetzt hier die Fahnen verdecken.
Irgendwo muss das Ding aber hin. Ich kann es ja nicht ändern. Hatte ich nicht mal gesagt, ich will sie vielleicht rechts hin haben? Ja, genau, wenn ich die Ringkriege mache, die anderen Ringkriege. Nach der Edain-Mod mache ich ja nochmal Special Ringkrieg mit Spezialregeln. Dann packe ich die Webcam auf die andere Seite. Aber jetzt der Kontinuität verschuldet tue ich es nicht. Vielleicht packe ich sie auf die andere Seite für Urukai. Aber da bin ich mir noch nicht so sicher. Weiß nicht. Jetzt kommt's, geht's dahin? Ja, Gollum können wir gleich töten. Tot. Das hier wird ein bisschen länger dauern, glaube ich. Denn hier haben wir das Problem. Teleportation erfolgreich. Der hat doch Katapulte, oder? Wo sind die denn? Also, er sollte Katapulte haben. Ja, also, das sind sie doch. Das sind sie ja schon. Ja, dann nimm einfach den ganzen Mist hier ein. Oh, warte, 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 warte. Habe ich umgeschalten? Ich habe das voll vergessen. Habe ich? Passt es? Ja. Mei, ich bin da immer so paranoid. Ah, sorry. Das ist. Ich habe halt gerade den Kopf so voll mit Zeugs. Ich möchte halt das Bild, das Overlay, das mein Freund für mich gemacht hat, einfach behalten. Ich möchte es benutzen, so viel wie möglich. Zeitgleich habe ich halt nur einen Monitor. Für einen zweiten habe ich nicht wirklich Platz, beziehungsweise ich will mir den Platz nicht machen, weil mir das zu ungewohnt wäre jetzt. Nee. Also muss ich damit leben und ihr damit leider auch. So. 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 Wir verlieren unser Was? Kann aber nicht sein. Ja, gut. Was auch immer. Oh, der Turm ist weg. Jetzt hat das zerstört. Was für ein Hohlkopf. Ja, gut. Wie auch immer, spielt keine Rolle. Ist egal. Sobald die weiteren Verstärkungen ankommen, hat sich das eh alles erledigt. Sind noch 2 Minuten. Dann kommen Verstärkungen und dann war's das. Wenn sie dich nicht flüstern hören, musst du lauter sprechen. Na los. Einfach alles raushauen, was wir haben. Spielt ja keine Rolle. Dann bauen wir das Ding mal auf. Hab eh genug Gold. Oder Rohstoffe. Der rennt dahin, der nimmt das ein. Hier bauen wir einfach weiter Mühlchen. Der baut eine Dunkelstahlschmiede. Da wir nämlich eine Festung angreifen, sind wir dazu gezwungen, eigentlich Katapulte zu bauen? Ja. Naja. Sie bombardieren uns! Baut für den Hexenkönig! Jetzt gehört das Gebäude uns! Der Feind ist in unserem Lager! Was der alles kaputt macht! Abartig. Kannst du dich eigentlich da rein teleportieren, Karsh? Das wäre super. Des Windes Stimme. Der hat doch so ein ich hau alles kaputt Move, oder? Ja, schön. Ah, danke, er macht mir sogar noch das Tor auf. Ja, perfekt. So. Karsh will ich eigentlich nicht verlieren. Deswegen holen wir uns den nämlich zurück.
Das Gebäude ist fertig. Reißt es nieder. Können die wirklich hier die Mauer angreifen? Wow. Tatsache. Das ist ja krass. Das ist ja mal abartig. Ich finde, die können ja die Mauer kaputt schießen. Mit Eispfeilen. Wieso denn auch nicht, lol. Na, da bin ich mir nicht so sicher. Wie, die können keine Bannerträger bekommen? Macht's doch mal hier. So, Verstärkung, Rogasch kommt. Sehr schön. Na, wo ist er denn? Na, also. Ja, ist ja nur eine kleine Verstärkung. Wie auch immer. Angriff! Einfach drauf. Einfach drauf. So, was haben wir dann noch? Gleich kommen die Katapulte, dann kommen die Eisdingsies. So. Na, das merke ich. Aber das macht alles nichts. Wo ist der denn? Ah, der ist da. Nö, dann. Obwohl, er spielt keine Rolle. Er spielt echt keine Rolle. Das ist doch egal. Gewinnen kann er das eh nicht, der Gegner. Also, ich wüsste nicht, wie er da jetzt noch rauskommen will. Ich habe einfach zu viel Zeug. Nein, dann bauen wir halt hier das Zeugs wieder auf. Wo war's denn? Hier irgendwo, keine Ahnung. Spielt ja nicht mal eine Rolle. Ist wirklich egal. So, Karsch. Hock dich mal mitten zwischen die ganzen Gegner. Haha, instant tot. Die halten nichts aus. Innerhalb von Sekunden schnelles sterben sie weg. Ja, kommt jetzt. Müssten wir trotzdem alles gewinnen. Ganz ehrlich. Ja, ja, das hätte schon viel früher kommen können. Mal ganz ehrlich, das hätte schon viel früher kommen können. Aber in Ordnung. So, was ist das? Turm! 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 Und wir haben den Feind vernichtet. Jetzt fehlt nur noch... Ich glaube... Nurn? Heißt das Gebiet? Der wurde vernichtet. Ist doch Nurn. Ne, Mordor. Und das ist der Schicksalsberg. Früher hieß es Nurn. Jetzt heißt es nur noch Mordor, haben sie geändert. So, die alle dahin. Phase beenden. Ich speichere nochmal ganz kurz ab. Nicht, dass jetzt im letzten Anlauf das Spiel abstürzt. So, letzte Schlacht für uns, Jungs und Mädels. Vergesse ich immer. Sind ja nicht alles nur Männer hier. Ne? Vermute ich. Ich weiß es nicht. Egal. Wir haben es fast geschafft. Fast haben wir auch mit Angmar den Ringkrieg hinter uns gebracht. Erfolgreich. Und das war eine riesen Herausforderung. Das sah mal sehr schlecht aus. Also es sah einmal wirklich schlecht aus. Da habe ich mir überlegt, hoi, es kann gut möglich sein, dass ich den Ringkrieg neu starten muss. Das wäre das erste Mal gewesen. Aber es geht. Die brutale KI ist... zwar herausfordernd, aber sie ist nicht so klug. Das ist das Problem. Sie ist leider nicht sehr klug. So, ihr geht's oben rum. Und die da gehen unten rum. So, passt. Es riecht nach Essen. Ich krieg Hunger.
Ich muss jetzt auch noch was essen. Ich werde mir nach dieser Aufnahme Reis mit Frühlingsrollen machen. Schmeckt mir nämlich ziemlich gut. Dazu ein bisschen von der Sriracha scharfen Chili-Soße, ein bisschen Salz, ein bisschen Curry-Gewürzpulver und noch etwas Sojasauce. Nichts Aufwendiges, aber schmeckt gut. Die Frühlingsrollen sind halt tiefgefroren, ne? Einfach oben Pfanne erhitzen, fertig. Nix, keine selbstgemachten Frühlingsrollen. Das wäre heftig, aber nee. Na? Oh. Alter, was geht denn hier ab, Mann? Ah. Da ist der Gothmog. Das ist das Problem. Der ist das Problem. Und der ist das Problem. Ah, das ist doch normal. Die Helden hier sind ziemlich stark dabei. Komm schon. Na komm. Der hält ganz schön was aus, der Typ. Was ist denn das? Ist das der Kerberos? Ja, Kerberos. Der hat ordentlich Wumms. Ich wusste gar nicht, dass er den noch ausgebildet hat. Ich habe mich schon gewundert, warum nehmen meine Leute so viel Schaden? Aber ich müsste es schaffen. Haha, und tschüss! Und hier rennen wir jetzt von richtig von hinten rein und bumsen alles weg. Und das war's dann. Gefällt mir doch ganz gut, dass wir das doch noch so hinkriegen. Ja. Wo hat denn der noch was? Irgendwo hat er doch sicher eine Festung, oder? Ein Höhlentroll. Bringt dem zu Fall, wenn er näher kommt. Der Codewort für diese Episode wird Triumph sein. Das Codewort. Das Codewort. Codewort ist nicht männlich. Es ist ein Ding. Das Codewort. So, Bildungsauftrag für diese Episode als angehender Profi-YouTuber wieder mal erfüllt. Vorbildfunktion, Alkohol, kenn dein Limit. Auch das habe ich jetzt hiermit erfüllt. Ja, läuft doch ganz gut. Weiß nicht, warum mir lauter Leute immer Böses wollen. Ich bin doch eine super Persönlichkeit, oder? Nee, aber da steckt überall natürlich ein bisschen Wahrheit drin. Ne? Also ich nehme das schon, ich nehme es mit Humor, aber auch irgendwo ernst. Das ist schon wichtig. Der Baumeister stirbt und wir sind fertig. Triumph und Sieg. Oder war es Triumph und Tod? Ich weiß es nicht. Aber wir haben es geschafft. Wir sind fertig. Ende. Angmar hat es geschafft. Wir haben es geschafft, mit Angmar ganz Mittelerde einzunehmen. Huh, ich glaube, das war der längste Ringkrieg bisher. Mit 51 Episoden? Ich weiß es nicht. Definitiv anspruchsvoll. Ja, da ging es plötzlich hoch. Gebäude, ja, das sah blöd aus, bis wir dann nach oben gegangen sind. Territorien, da unten war es ganz böse. Ist das die Zeit oder ist das... Was sind denn das für Achsenbeschriftungen? 6, 12, 6, 16, ist das Gebäude auf Gebäude oder Gebäude auf Runden? Sind das die Runden? 52, die Runden müssten immer gleich sein. Ja genau, das sind die Runden, das sind die Anzahl der Territorien. Okay. Müsste sein. Na cool. 16 Stunden habt ihr jetzt dann geschaut. Also wer alle Ringkrieg-Folgen von Angmar geschaut hat, hat 16 Stunden. Vielleicht sogar 20. Ich bin nicht genau sicher, ob man diese Werte zusammenrechnen muss oder nicht. Aber hat so viel Zeit seines Lebens damit zugebracht, auf meinem Kanal diese Videoreihe anzuschauen. Das solltet ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Aber solange es euch das wert ist. Mir ist es ja auch wert. Ich habe ja auch die Arbeit, ne? Ich spiele ja den ganzen Kram hier. Also das ist schon... Gebäude in Echtzeit.
Gefallene Einheiten. Ja, wir haben nicht mal die meisten Einheiten verloren. Und das will was sagen, weil wir kämpfen gegen 5 Gegner. Das heißt, wir haben eigentlich 5-mal so hohe Verluste und trotzdem hat es Mordor geschafft, mehr Leute zu verlieren als wir. Unglaublich. Automatische Berechnungen gab es keine. Gewonnene Schlachten. 100. Ah, das ist eine schöne. 7,69. Der hat 0,15, 0,17, 0,18, 0,35. Hier, die Elben, glaube ich, waren das. Die waren mitunter wohl am besten. Ja. Territorien, verlorene Territorien. Ja, wir haben mal ganz böse Territorien verloren. Das stimmt. Aber wir haben auch viele erobert. 8 Regionen. Einem Eimer haben wir eine Region verloren. Okay, ich bin fertig. Wir haben es geschafft. Nächstes Mal dann mit den Uruk-hai, Isengard. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.